Perfekt. Hi, liebe Leute, ich bin's wieder. Ich bin heute für das nächste Video in unserem Kanal Biken TV nicht alleine. Und zwar, ich habe den Thorsten dabei. Hi, Leute. Und zwar, vielleicht jetzt für euch so als Mountainbike-Fans ein unbekanntes Gesicht, aber er macht auch YouTube. Und zwar Krix, der Haushaltprofi. Auch viele nützliche Tutorial-Videos im Bereich Waschmaschinen, Haushaltsgeräte und so, da wo ich total der Noob bin, keine Ahnung habe. Deswegen hat er noch gute Tipps für uns und wir haben einiges zusammen in Planung. Heute fangen wir mal mit den No-Go-Tipps für Anfänger an, weil er ist im Grunde so eine Art Anfänger, der mit dem Fahrrad immer zur Arbeit fährt, aber auch mal in die Alpen will mit dem Mountainbike. Es geht natürlich später auch ums Material, brauchen mal ein neues Bike. Heute geht es darum, Tipps, die ich ihm gebe und die ihr an andere Anfänger geben könnt. Wenn ihr selber Anfänger seid, dann geht es euch natürlich direkt was an und ich gebe euch mal die ganz alten falschen Tipps und dann die neuen Tipps. Ja, und wir sind in Paderborn. Direkt mal ein Local-Tipp, wo kann man hier am besten Trails fahren? Hast du einen Tipp? Trails, ja, im Haxter Grund sind ein paar coole Trails. Da kann man gut ein paar Sprünge machen und ansonsten eher ein bisschen außerhalb bei Schlangen. Da sind auch noch ganz coole Sachen, dann zum Hermann hoch. Okay, also da werden wir in Zukunft zusammen was machen. Und heute geht es mit den No-Go-Tipps für Anfänger und wie man es den Anfängern richtig rät. Ich freue mich. So, liebe Leute, ich bin gerade hinter der Kamera. Und zwar, jetzt seht ihr hier den Thorsten, klassischer Anfänger. Material und Kleidung seht ihr schon. Er ist nicht in Jeans oder so, aber er hat jetzt nicht das topmodisch aktuelle Mountainbike-Bekleidung. Also alles authentisch. Deswegen auch super, dass er dabei ist, weil ich kann jetzt schlecht Anfängertipps geben, weil ich ja kein Anfänger bin. Ja, und jetzt wollen wir direkt mal auf die Räder gucken. Also das ist von Thorsten und seiner Frau. Die beiden Mountainbikes, die halt auch im Alltag genutzt werden. Thorsten, hast du auch eins mit Kinderanhängern? Welches machst du, den Anhänger? Ja, dafür habe ich nochmal ein Tourenrad. Das ist okay. Nochmal ein anderes, genau. Gut, aber ihr seht, das sind so typische Räder, die man immer noch so sieht. Hardtails mit 26 Zoll, günstige Ausstattung, ein paar Jahre schon auf dem Buckel. Das kennt ihr ja von meinen Bikes, aber hier auch wirklich eher so die Einsteigerbikes. Beide gebraucht gekauft, um einfach mal das Mountainbiken zu testen. Genau. Ein bisschen rumgefahren damit. Ja, und so langsam kommen die doch in die Jahre. Und ja, funktionieren nicht mehr ganz so schön. Ja, man sieht aber schon, er pflegt sie und es funktioniert. Ich bin ja auch gerade gefahren und wenn man sich gebraucht solche Räder holt, da kriegt man locker für 200 Euro, je nachdem, ältere Hardtails und dann kann man in den Sport einsteigen. Und ja, die Reise, wo es dann hingeht, das werden wir dann mit dem Thorsten machen. Aber erstmal taugt das sehr und ist auch sehr authentisch heute für das Anfängervideo. Und sieht schon mit Hörnchen, längeren Vorbauten, so wie das halt früher war. Jeder hat mal angefangen. Und fangen wir jetzt an mit den besten Tipps. Und eine Frage schon mal, Thorsten, bist du schon mal Passagen gefahren, wo du gemerkt hast, deine Fahrtechnik-Skills oder das Material waren schon an der Grenze? Ja, auf jeden Fall. Also gibt es immer so die Sachen, wenn der Weg so schmal wird oder so steil, erstmal die Überwindung. Und am Anfang dachte ich immer, wenn da so kleine Sprünge sind, ach, das kann ja nicht so schwierig sein. Aber so ein 30 cm Sprung, der ist dann doch irgendwie von oben vom Fahrrad, sieht der höher aus. Und ja, da fahre ich lieber dran vorbei. Also bin ich gespannt, Marc, was du mir heute an Tipps mitgeben kannst. So, also jetzt der No-Go-Tipp Nummer 1, den mache ich direkt mal vor. Hey Thorsten, fahr mal hier das Steilstück runter. Denk dran, du musst schön weit nach hinten gehen, weil es wird so steil, damit du nicht über den Sattel, über den Lenker gehst. Schön nach hinten, schön weit nach hinten. Ja, okay. Das war der No-Go-Tipp. Jetzt nochmal hoch und dann zeige ich euch, wenn ihr euren Kumpels Tipp gebt oder ihr selber noch Anfänger seid, wie es sich besser anfühlt. Der Thorsten hat natürlich schon ein bisschen Vorerfahrung. Okay, stell dich schön hin, mach dich vorher ein bisschen klein und dann lässt du dein Vorderrad runter und der Sattel wandert nach vorne. Ja, schön. Top, High Five. Passt. Yes. Ja. Also liebe Leute, warum war das immer so ein Tipp? Die Leute haben natürlich Angst, wenn du einen Kumpel hast oder jemanden, Arbeitskollegen, der neu ist, dann haben die Angst, dass sie sofort über den Lenker gehen in der nächsten Stallstufe. Deswegen war immer so der Tipp, oh, geh schön nach hinten, damit du nicht nach vorne überfällst. Und das waren natürlich damals auch die Bikes mit den langen Vorbauten, hat das noch so ein bisschen begünstigt. Ja, heute weiß man,
Das kann Missverständnisse führen, weil die Leute einfach so krass weit hinten hängen und dann so mit runtergezogen werden, mit geraden Armen. Aber natürlich trotzdem, wenn es sehr steil wird, das Rad wird immer steiler. Ich verlinke euch mal das Video, was ich dazu gemacht habe, zu diesem Missverständnis. Natürlich geht der Sattel dann nach vorne und wenn es so eine richtige Stufe hat oder richtig steil ist, dann werden die Arme auch ein bisschen länger. Und man soll natürlich jetzt nicht die ganze Zeit so nur noch fahren, dass man, dann wird man nämlich auch mitgezogen. Okay, No-Go-Tipp Nummer 1 haben wir durch, jetzt der nächste. Also Thorsten, hier, wir wollen, bevor wir gleich irgendwelche Schotterwege fahren, einmal eine Übungskurve. Nimm schön das äußere Pedal runter in der Kurve, damit du schön Druck hast. Also schön den äußeren Fuß, Pedal runter, komm, Pedal runter. Schön, 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 Pedal runter. Yes, okay, das war der Anti-Tipp. So, da kommt der Thorsten, okay, und die, lass die Füße auf einer Höhe, guck da hin, wo du hin willst. Weiter gucken und Sattel am inneren Bein. Okay, sehr schön. Thorsten, komm mal rüber. Ich wollte es dir kurz erklären. Jo. Also, du fährst ja viel in der Stadt zur Arbeit. Die Rennradfahrer, seht ihr gleich in der ersten Aufnahme, haben immer das äußere Pedal ganz unten. Ja. Zeig das mal kurz, wie das aussieht. Immer so auf ganz runter. Und dann lehnen sie sich mit dem Bike in die Schräglage. Der Sattel klebt am äußeren Bein. Genau, so kann man auf Asphalt fahren. Aber wenn man halt im Mountainbike-Untergrund fährt, dann ist es halt wichtig, dass man erstmal in der Basishaltung der Kurbeln fährt. Kannst einmal die auf eine Höhe machen, dass das die Leute noch mal sehen. Genau, dann sind die auf einer Höhe. Und dann, wenn man dann dahin guckt, wo man hin will, den Körper dreht, dann geht der Sattel ans innere Bein. Das Rad ist mehr gekippt als man selber. Ja, wie hat sich das angefühlt? Am Anfang komisch, aber ich glaube, das gibt mehr Sicherheit, gerade auf dem Schotter dann. Genau, durch die Körper-Bike-Trennung, das Rad ist dann mehr geneigt als man selber. Und halt die Sache ist, du hast halt gemerkt, wenn du das äußere wieder runternimmst, dann stellt sich das Rad auch wieder so ein bisschen auf. Dann hast du so viel Druck außen, das kann gut sein, aber wenn das Rad dann nicht in die Kurve gekippt ist und wieder so aufrecht steht und wenn du dann wegrutscht, ja, dann kannst du auch nicht mehr viel machen. Vor allen Dingen ist das als Prägung nicht so gut, weil wenn man es einmal gehört hat, Pedal runter, dann macht man das nachher kompromisslos in jeder Kurve, auch wenn es gar nicht hilft, in vielen Kurven sogar eher stört. Und man muss sich immer darauf konzentrieren, die Kurbel zu drehen. Genau. Ja, super. Ab zum nächsten Tipp. Zweites No-Go haben wir auch. Okay, Thorsten kommt mit Schwung an. Jetzt kommt der No-Go-Tipp Nummer 3 oder 4. Und weit nach hinten gehen und bremsen, bremsen. Ja, also Zielbremsung. Der No-Go-Tipp war, geh schön weit nach hinten, damit du nicht nach vorne geschoben wirst vom Körper. Was ist passiert vorne am Vorderrad? Ja, vorne war kein Gewicht drauf. Ein bisschen gerutscht? Ja, ein bisschen gerutscht. Okay, also jetzt dann, wie man es besser macht. Also, Thorsten kommt jetzt an. Und jetzt wird er gleichzeitig zur Bremsung leicht nach unten hinten gehen. Genau. Okay, also die Bewegung war schön. Jetzt war ein bisschen die Bremsung noch abrupt im Finger, aber das üben wir ja, er ist ja noch Anfänger. Also verzeiht ihm jetzt bei beiden Male die leichten Bremsspuren, das kriegen wir in den Griff. Ist kein Fahrtechnikkurs heute und er wird es auf Dauer in den Griff kriegen und trotzdem ist er schön kurzer Bremsweg. Und ja, Vorderrad hatte jetzt guten Grip. Das war der nächste No-Go-Tipp. So, wir haben jetzt hier eine kleine Mulde. Thorsten fährt jetzt mit mittlerem Tempo hier an und viel Körperspannung. Jetzt kommt der No-Go-Tipp. Ganz viel Körperspannung, komm. Oh. Okay, genau. War ein bisschen stumpf? Ja, war ganz schön hart in der Arm. Okay, sehr gut. Dann No-Go-Tipp, übertriebener Fokus auf viel Körperspannung. Und jetzt sagen wir mal, wie man es besser machen kann. So, jetzt kommt er nochmal. Und natürlich hat er eine gewisse Grundkörperspannung, aber er ist ein bisschen entspannter, um ja, das abfedern zu können. Okay, wie hat es jetzt so in den Armen angefühlt? Oh, war nicht so hart, war besser. Genau, weil Beine und Arme sind die Hauptfederelemente, die man hat. Und natürlich braucht man eine gewisse Körperspannung auf dem Fahrrad, dass man nicht immer wie ein Schluck Wasser da hängt. Aber man muss noch schön geschmeidig sein und locker und das Gewicht schön auf den Füßen haben, damit das Rad sich unter einem bewegen kann. Und deswegen sah es jetzt auch geschmeidiger aus. Tippitappi. So weh. Perfekt. Super. Okay, Thorsten, bist du schon mal so eine Treppe gefahren? Nein. Okay, komm, Augen zu, durch, Knallgas, komm. Okay. Der nächste Anti-Tipp, der nächste No-Go-Tipp, komm. Komm, irgendwie komm schon runter, Knallgas, yo. Ha. Okay, das war der nächste No-Go-Tipp, jetzt wie man es besser rät.
Also, der Thorsten fährt jetzt hier seine Treppe. Und Thorsten, jetzt fahr mal ein bisschen langsamer. Schön Gewicht auf die Füße, schön balanciert. Okay, ja, sehr schön. Man hat gesehen, der Helm hat nicht gewackelt. Also, wie war es jetzt so, langsam zu fahren? Ja, wesentlich konzentrierter oder kontrollierter, besser gesagt. Und ging auch nicht so auf die Arme. Ne? Okay, also der No-Go-Tipp wäre ja immer alles Knallgas. Und man kann sagen, ja, manchmal muss man auch mal laufen lassen, um sicher zu fahren, situativ. Aber wenn man von Anfang an immer alles nur mit Geschwindigkeit klärt und irgendwie durchkommt, dann hat man nur irgendwie das Ob hat man es geschafft und nicht das Wie geklärt. Und da ist natürlich, um halt Gleichgewichtsskills, zentriertes Stehen, also wichtige Basics zu trainieren, sollte man auch dann Dinge langsamer fahren können. Gerade bei Treppen kennen viele nur ratatatatatat und unten sein. Und Thorsten hat jetzt gezeigt, dass man es auch langsamer, geschmeidig fahren kann. Und so hat man auch die Fahrtechnik direkt verbessert. Okay, kannst. Schön Gewicht auf die Füße, locker an den Armen und schön langsam darunter. Yes! So, Schneckenrennen, gutes Spiel für Anfänger. So, mach dich klein und... Ah, ja, wer ist zuerst unten? Ah, okay. Ja, Thorsten, ich meine, du hast noch keinen Fahrtechnikkurs gemacht. Jetzt hast du das erste Mal so ein paar Tipps bekommen. Wie war denn das für dich? Wie hat es jetzt angefühlt? Ja, cool. Also ich fahre ja immer so, wie ich meine, wie es richtig ist. Vielleicht irgendwo mal das ein oder andere Video geschaut. Aber so direkt Tipps vom Profi zu bekommen, ist natürlich nochmal was ganz anderes. Okay, sehr cool. Ja, ich denke mal, wenn wir mal Zeit haben, gehen wir da nochmal ein bisschen intensiver rein. Aber manche Dinge werden sich auch mit dem veränderten Fahrrad, was du dann mal fährst, auch wirst du merken, allein was die Bremsen und so angeht, ja. Vario-Stütze. Ja, freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf und danke, dass du dabei warst. So. Ja, das war unser Video, die No-Go-Tipps für Anfänger, die ihr anderen Kollegen oder Kolleginnen geben könnt, die jetzt gerade anfangen mit Mountainbiken, wenn ihr selber Anfänger seid, vielleicht betrifft es euch ja noch. Und ja, ich habe jetzt zwar ein Anfängerbike hier, kann aber nicht mehr so tun, als wenn ich Anfänger wäre. Deswegen nochmal danke an Thorsten hier von Krix, der Haushaltprofi, der mir auch noch ein paar Profi-Tipps nachher geben wird, dass er jetzt wirklich authentisch der Anfänger war. Und ich denke mal, ihr könnt was mitnehmen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welche Tipps ihr so am schlimmsten findet von denen, die man so unter Kumpels hört oder welche euch am meisten geholfen haben. Vielleicht seid ihr auch mal anderer Meinung wie ich und habt da einen Tipp, wo ihr sagt, hier in der Art Weise hat er mir doch geholfen. Ja, ich bin mal gespannt. Noch ein Hinweis jetzt an meine Kollegen oder alle, die sich mit Fahrtechnikkursen auskennen. Thorsten hat noch keinen Fahrtechnikkurs gemacht. Wir haben auch gerade keinen Kurs gemacht, sondern einfach nur ein Video gedreht. Das heißt, ich war jetzt nicht so als Trainer, sondern eher so als Kumpel, der ein bisschen Tipp gibt, aktiv, damit ihr da den Unterschied kennt. Natürlich rate ich dazu, auch Fahrtechnikkurse zu überlegen, um Schritt für Schritt besser zu werden. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.